Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quantum Conundrum. Vielleicht sogar im letzten Part davon. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es eventuell wissen, wenn oben Finale drin steht. Nein, schauen wir mal, was wir hier noch zu erledigen müssen. Ich wusste es einfach nur. Wait. What in the world? Ach, das sind Videokassetten. Kann die Scheibe nicht einwerfen. Uh-oh. Look up! What the fuck? Wo kommt jetzt der Safe her? Watch out! So kann man auch sein Haus anrichten. Ach, hier sind aber auch nochmal alle Bilder. Glaube ich. Ich würde sagen, wir gehen mal da hoch, weil das sind Bretter. Blasted memory. I need to be there to fix this. But wait. The Uber IDS. Quick. Head up there. I'll explain later. Ja, bin auf dem Weg. Das Mega IDS. Oh je. I definitely remember where I was before all this started. If you can get there, perhaps I can figure out how you can get me out of the pocket dimension. Okay. Na, dann gehen wir da mal hin. Oh je. Zack. Wusste doch, dass noch was kommt. Ah, jetzt geht die Tür auf. Nur ein kleiner Rückschlag. Alle Dimensionen vorhanden. It would appear that restarting the generators was a poor idea on my part. It seems as if the normal way across has been flooded. You'll have to find another way to get up there. Oh, das waren zwei Tresore. Brauche ich dann beide? Erstmal gucken, wo müssen wir denn überhaupt hin? Da hoch. You should throw that switch first. Really. Trust me. Okay, also die Tür ist jetzt offen. Aber what the fuck, wie sollen wir denn hier durchkommen? Ich brauche zwei Tresore auf jeden Fall. Die geht aber nicht kaputt, oder? Nee. Okay. Ah, was mache ich? Scheiße, falsche Taste gedrückt. Oh, ich glaube, der liegt so extrem knapp vorm Laser. So, den haben wir. Also, was momentan mein Plan ist. Da komme ich ja trotzdem nicht drüber. Kriege ich noch einen dritten Safe? Die spuckt einfach keinen mehr aus. Aber ich... Oje, oje, oje. Ich komme da doch auch in der schweren Dimension nicht durch. Und ich muss ja Zeit verlangsamen vor irgendwie und. Oder aber, es sei denn... Nee. Ich raff's gerade echt nicht, wie ich hier rauskommen soll. Brauche ich zwei Saves? Ich hab doch schwerelos, Mensch. Wir können doch auch drüber fliegen, bestimmt. Ah ne, ich kann den ja nicht halten. Probier jetzt was, Leute. Das klappt niemals. Ne, da kommen wir nicht frühzeitig hoch quasi. Oh, habe ich nicht gelesen jetzt. Na egal.
Okay. Hier kommen wir nicht durch. Ich krieg den hier aber auch nicht auf Geschwindigkeit. Landet er immer wieder hier. Oh. Perhaps a technique you learned before? Oh, gerade weil, also ich versuche es euch gerade mal so meinen Gedankengang zu erklären. Ja? Wenn ich jetzt den einen brauche, ich ja wahrscheinlich schon höher zu stehen. So, wenn ich den einen jetzt vorwärts werfe, muss ich... Das packe ich doch gar nicht alles von hier aus. Ich werfe den einen jetzt vorher, mache ihn schwer, damit er durchfliegt. In der Zeit komme ich da ja nie drauf, weil er viel zu schnell ist. Mache ich ihn dann langsam, um drauf zu springen, sind ja die Lasers schon wieder da, um mich zu grillen. Ne, sind sie nicht. Oder? Sind sie oder sind sie nicht? Okay, ich probiere es einfach mal. Ja. Okay, das war zu schnell. Das war zu schnell. Ich brauche 9. Dieses Lasergebrutzel geht mir halt auch gerade so ein bisschen auf den Sack. Okay, ich stelle mich mal hier hin. Okay, also werfen. So ungefähr. Cool. Ne. So nicht. Es sei denn, ich stehe schon drauf. Dann könnte es natürlich klappen, aber das packe ich ja niemals. Karl, was habe ich denn da für einen komischen Erfolg bekommen? Aber der X spielt Call of Duty. Okay, Moment mal. Komm ich nicht drauf? Ah, oh Mann, jetzt kam ich nicht drauf. Dann hätte ich X drücken müssen. Dann hätte ich, glaube ich, schwer machen müssen. Dann hätte ich vielleicht auch noch durchkommen können. Das ist verdammt knifflig jetzt hier. Ich muss gleich werfen. Druck. So. Aber ich habe das schwer gemacht. Ich hatte ihn doch schon schwer gemacht. Aber das passt von der Entfernung her, glaube ich nicht. Ja, und dann flieg ich durch den oberen Laser. Hopsa. Nein! Was war das? Warum ist der Safe einfach weggerutscht? Ihr könnt es ja gerade selbst lesen. Ich bin da gerade. Ich will jetzt hier rausfinden, wie ich das machen muss. Das ist am Ende wirklich wieder total einfach. Und ich raff's einfach nur nicht. Weil selbst von hier hinten werde ich nicht schnell genug hochkommen. Ja, ich hätte ihn schwer machen können. Wo ist der zweite Safe? Ach, da. Okay, ich probiere es einfach nochmal. Ich stelle mir jetzt mal hier hinten einen Safe hin, um hochzukommen. Wäre fast noch dabei in den Laser gelaufen. Oh yeah. Jetzt müssen wir nur noch oben ankommen. Wer war das? Wait, did I just... Was I just there?
Ja, warst du. How the fuck hast du es gemacht? Ich hab mich gerade voll erschrocken. Wie kannst du nach sowas da plötzlich auftauchen? I'm very uneasy about you being here, but I need to get out of this place. Ja. It appears as if my dimensional stability isn't quite so stable. Och nö. Jetzt muss ich mir ja noch irgendwie eine Treppe bauen. Ah Gott. Komm schon. Ja. Scheiße. Also, was denn? Guck mal, platt. Och, wie soll ich das denn timen? Wie viel sind es? 5. Okay, Moment, Moment, Moment. So. Jetzt quasi wieder. Ist ja doch relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. So, jetzt kann ich hoch. Oder sollte ich hoch können? Ja. Oh, not again. Just keep your structural integrity a bit longer, House. Oh, not to put any undue pressure on you, but you really need to pick up the pace a bit. Yes. There's a still a perturbing sensation. Okay, wir sollen da hoch. You'll be at the elevator to the new technologies lab soon. Yeah. And the Uber IDS. Oh je. Yeah. Wir haben keine Zeit verlangsamen. Achso, der ist ja eh da drauf. Und damit ist was aktiviert eigentlich? Ach, der Laser. Ach, da kommen wir aber gar nicht hin. Nee, okay. Hui. Der wackelige Turm von Pisa. Oh. Nee, oder? Ja, jetzt habe ich vergessen, den Schalter zu drücken. Ja, ist doch egal eigentlich. Okay. Ah. Wow, drauf stehen geblieben. Geile Sache. Ah, reingekommen auch. Okay. Secret. Vielen Dank. So, yes, about you hurrying up. That would be splendid. So what? So irgendwie? Ja. Ach, wir müssen wieder. Schnapp. Hab ich gar nicht gesehen. Es werden immer weniger Dimensionen, gell? Great! Almost there. Just need to get this baby running. That's strange. That painting is not supposed to be doing that.
Something's really not right here. Ach, nö. That should call the elevator. Er macht nichts mehr. Achso, der Aufzug ist im Weg, okay. Or not. Oh, fuck. Looks like you're in it for the long fall. Sorry, a little tense. Well, on the upside, this ventilation shaft leads to the same place as the elevator. Scheiße. Ich dachte aber, ich hätte davor schon mal ein paar Lasers berührt. Unsere Roboter-Oberherrscher willkommen heißen können. Ich will nur alle mit. Okay. Looks like you're in it for the long fall. Sorry. Oh. Coole Idee. Verpiss dich. Wie ich hier gerade auf den Tasten rum. Was willst du jetzt? It's like the glove you're wearing, except much, much bigger. In fact, most of the manor has been retrofitted to power Schwer? The device. Ah. It should enable me to escape from the pocket dimension I'm in. I hope. Oh, klar, schwerelos. Da kommt uns die ganze Scheiße entgegen, die hier gerade runterfliegt. Ah. Oh, pure Konzentration. Laser. Okay. What the? Ah, well, you're alive. That's certainly fortunate. You're in the main control bay to the Uber IDS. Strange. There don't appear to be any IDS batteries plugged into the machine. You'll need to find some. Okay. Wo zum Teufel soll ich jetzt hier IDS-Batterien finden? Testen muss man, es kann schon auf der Röhre hier laufen. Oh ja. Auf der hier auch? Nein. Da sterben wir, warum auch immer. Du wirst niemals all deinen Freunden die Geschichte erzählen können, wie du einst deiner Villa nur knapp dem Tode entronnen bist. Ah. Well, you're alive. That's certainly fortunate. You're in the main control bay to the Uber IDS. Strange. There don't appear to be any IDS batteries plugged into the machine. You'll need to find some. Oh, da hinten ist eine Ecke. Fluffy, danke. Fantastic. Just three more IDS batteries and I should be able to stabilize myself in your dimension. Danke, Ecke. Something is still bothering me though. I don't quite remember. Ist Ecke jetzt hier drüben? Ach, er ist wieder hier. Na, wenigstens müssen wir keine großartigen Rätsel lösen, um Dicke zu finden. Excessive science juice flooding. Danke dir, Ecke. Ciao, ciao. Ich lasse den Part jetzt einfach mal laufen. Mal gucken, falls es hier der Länge wird. Excessive juice flooding? Wait, no! I understand now. All the flooding is providing an unstable energy flow to the IDS. I really need to get you out of there somehow before it's too late. I need you to get to the core of the IDS device. I remember now. There's a pocket dimension there as part of the machine's failsafe. That's why I'm in the pocket dimension. I put myself here on purpose. Ich hab alle Dimensionen, aber ich hab nichts, um hier wegzukommen. Kein Safe, kein gar nichts. Da ist Onkel. Okay, mal kurz slow machen das Ganze. Was ist denn unsere Aufgabe? Ich war so aufgeregt, ich hab gar nicht Dings gelesen. Wir müssen, glaube ich, irgendwie hier unten reinkommen, oder? Hier fallen zwar viele Trümmer runter, ich lasse einfach mal laufen, keine Ahnung. Ja,
Warum läuft es da weiter? War das richtig, was wir getan haben? Gerade? Alle Batterien rausnehmen, wieder rein? Auf jeden Fall haben wir damit einen Checkpoint gesichert. Ach nee, das war das jetzt. Quick, cross to the core! Aber wie? Ich hab hier doch nichts. Oh Gott! Ich dachte, ich kann mich da draufstellen. Really need to get you out of there somehow. I need you to get to the core of the IDS device. I remember now. There's a pocket dimension there as part of the machine's failsafe. That's why I'm in the pocket dimension. I put myself here on purpose. Das ist schon. Irgendwelche Trümmern, die hier manchmal runterfallen. Wo kommen denn die Trümmer her? Ich kann auch nicht auf den Trümmern, die hier runterfallen, darüber springen. Oh Gott. Du wirst niemals nicht scheitern. Ich really need to get you out of there somehow. I need you to get to the core of the IDS device. I remember now. Ich lese mir das gerade mal durch. There's a pocket dimension there as part of the machine's failsafe. That's why I'm in the pocket dimension. I put myself here on purpose. Ich warte jetzt einfach nur, bis Teile vom Himmel fallen. Geht hier mal was runter. Da fällt jetzt irgendwas runter, aber da komme ich doch nie im Leben hin. Ja, da komme ich gar nicht hin. Ich hätte jetzt natürlich noch mal. I really need to get you out of there somehow. I need you to get to the core of the IDS device. I remember now. There's a pocket dimension there as part of the machine's failsafe. That's why I'm in the pocket dimension. I put myself here. Wo kommt das denn her jetzt? Okay! Der stand nicht die ganze Zeit da, der Koffer, sowas könnte mir überhaupt nicht beweisen. And that's how our story ends. What the fuck? Just kidding. Here's what really happened. Okay. Not a whole lot of improvement, though. Well, wow, wenn ihr das hört, hier grumst es gerade richtig brutale Donner. Unfortunately, now I'm stuck out here. And I'm going to have to tackle this predicament. Jetzt habe ich mich so erschrocken von diesem einen extremen Donnerschlag gerade eben und es regnet wie Sau, dass ich nicht lesen konnte, was er geschrieben hat. Then I flip a switch and Fluffy is everything. Plush and yeah, sweet yeah, yeah. And soft. Exzellenter Extrapolator. Ich mache hier aber mal zurück, seid mir da nicht böse. Aber ich will da ja nicht irgendwie Urheberrechtsverletzungen begehen mit diesem Lied. Keine Ahnung, von wem es ist. Hat schon mal ganz cool angehört, muss ich ehrlich sagen. Und tut mir leid, dass ich jetzt gerade hier so über das Gewitter draußen rede. Aber alter Vater! Es ist gerade so heftig am Regnen. Ich habe eigentlich, wenn ich aus meiner Wohnung gucke, einen super geilen Ausblick über die komplette Stadt. Und ich kann gerade mal 20 Meter weit gucken oder so. Weil es so heftig regnet und blitzt und extrem donnert. Aber gut, da war ein Blitzschlag und es donnert direkt. Das heißt ja immer, das Gewitter ist nah. Aber gut, ja Leute, das war Quantum Kununundrum, würde ich behaupten. Und wenn ihr wissen wollt, was man hier noch so machen kann, auch in diesem Extra-Level, was es da gibt, also in diesem Labor, wo man rein kann und so, kauft es euch. Weil ich kann euch das Spiel wirklich nur empfehlen. 15 Euro, super cooles Spiel. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist mal was völlig anderes irgendwie. Ja. Wenn ihr also Portal geil findet,
findet ihr das Spiel auch extrem super. Wirklich. Super geiles Game, hat mir richtig gut gefallen. Ich hoffe, euch hat das LP auch gefallen, so wie es mir gefallen hat, es zu machen für euch. Und wenn ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare oder gebt ein Däumchen hoch. Das würde mich super toll freuen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich in weiteren und kommenden Let's Plays. Also bis dann, Leute. Ciao, ciao.